Hallöchen. Nur einmal ganz kurz. Ich baue mir hier gerade meine Platine für diesen Diskettenlaufwerks Start, Umschalter, Gedönse für den Amiga. Ich habe hier auch schon die 44 Durchkontaktierungen drin. Aber ich stand vor einem Problem. Erstmal habe ich einen IC-Sockel vergessen zu bestellen. Da klaue ich mit dem von der Platine. Ist nicht so schlimm. Und dann war die andere Sache. IC-Sockel und Stiftleiste. Stiftleisten kennen wir ja so von dieser Art und Weise. Die haben diese viereckigen Pins, die sind recht dick. Und damit würde ich mir den IC-Sockel kaputt machen. Und dann habe ich überlegt, kaufe ich jetzt extra irgendwie eine Stiftleiste, die arschteuer ist in der Art und Weise, wo ich geguckt habe, um diese dünnen Pins zu haben, oder was mach, kann ich machen? Und dann bin ich auf eine Idee gekommen. Ich baue mir was selbst. Ich habe mit einem 3D-Drucker habe ich mir hier mal so einen IC-Sockel erstellt, sagen wir es mal so. Rastermaß 2,45. Da sind jetzt 0,5 mm Löcher hier drinne. Da hatte ich auch die Stege dazwischen, aber die sind im Weg, die darf ich ja gar nicht haben. Habe ich die abgemacht, also habe ich hier zwei Leisten. Und da stecke ich jetzt Silberdraht durch, löte das hier an, die werde ich nachher schön auf eine Höhe abschneiden. Muss mal gucken, ob ich mir das hier irgendwie was zum Anlegen oder was noch drucke und dann einmal schön in eine Länge abschneiden. Die Seite muss ich noch fertig machen, die kommt ja hier drauf. Der Sockel kommt von der anderen Seite hier oben drauf. Es geht wirklich nur um vier Pins, die hier drauf sind. Vier Pins. Einmal da zwei und einmal da zwei. Und normalerweise sind die 1 zu 1 durchverbunden, aber ich will das ja jetzt so machen, dass der Pin dahin geht und der Pin dahin geht. Darum hier mit dem Schalter, dass ich das einmal über Kreuz setzen kann oder 1 zu 1 durch. So. Dann bin ich jetzt dabei. Ich werde dann eventuell noch das fertige Ergebnis zeigen, wenn ich damit fertig bin. Ich muss hier bloß noch mal einen Pin reparieren. Da habe ich mir, der war ein bisschen zu fest hier in dem Plastik, die Leiterbahn weggerissen. Das ist aber nicht so schlimm. Das kann ich noch reparieren und mache dann jetzt noch die zweite Seite noch mal 40 solche Dinge von der Seite noch mal 40 Stück da so durchstecken und anlöten. Gut. Nö. Vielleicht sehen wir uns dann wieder, wenn das soweit fertig ist. So, da bin ich noch mal. Jetzt habe ich das soweit fertig. Die Stifte hier habe ich auf etwa 6 mm gekürzt. Da habe ich mir extra was gedruckt, damit ich das in eine Richtung, in eine Höhe drucken kann, abschneiden kann. Das kommt nachher in den IC-Sockel gesteckt und da kommt dann nachher das IC rein. Und hier noch vier Kabel ran. Im Schalter fertig, wenn man keine Stiftleiste hat. Ich habe noch mal geguckt, was die kostet, so eine Stiftleiste, die ich brauche, die mit den dünnen runden Stiften, 3 Euro, 36 Stück, und ich brauche hier 40. Dann bin ich schon 6 Euro davon für los, nur um 40 Pins hier zu haben. Nee, sorry, dann mache ich mir das selber, baue ich mir dann selber auf. Und IC-Sockel habe ich mir geklaut. Und jetzt habe ich meinen Umschalter fertig. So, mehr wollte ich euch gar nicht zeigen. Sowas kann man sich auch mal selbst bauen. Muss man nicht für 20 Euro oder was das kostet, irgendwo bestellen. Gut, dann bis zum nächsten Video. Tschüssi.